Hey Leute, erstmal Entschuldigung, dass es schon lange kein Video mehr gab. Das lag einfach daran, dass ich meinen Laptop versehentlich geschrottet habe. Er ist jetzt endlich in Reparatur. Das war letzte Woche Donnerstag. Und am Dienstag habe ich ihn dann fortgebracht. Auf jeden Fall hatte ich keine Möglichkeit, etwas hochzuladen. Doch am Dienstag hatte ich mir dann auch mein neues Windows Phone gekauft. Ich hatte davor noch ein uraltes, schon 5 Jahre alt. Und ich hatte mir auch überlegt vorher, ob ich mir eins zulege. Also überlege mir das schon ungefähr seit einem Jahr, seit ich den Laptop habe, ob ich mir ein neues Windows Phone oder Smartphone zulegen sollte. Und darum war das auch kein Spontankauf. Ja, genau. Und ich hatte mir eigentlich auch noch eine Vlog-Kamera gekauft. Nur leider ist sie nicht verbindbar mit dem Windows Phone, aber ich wollte unbedingt ein Windows Phone haben. Ja, darum filme ich jetzt doch wieder mit der Handykamera. Und ich gehe jetzt auf eine Radtour und möchte euch ein bisschen mitnehmen. Also wenn ich irgendwo anhalte oder so, kann ich euch mal davon berichten und euch die Orte zeigen. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Es wird ziemlich spontan sein und ich hoffe, das Wetter hält. Genau, ich bin ja entsprechend ausgerüstet und dann kann es auch schon losgehen. Hier ist noch mein Fahrrad. Also ich habe jetzt kein besonderes Rennfahrrad, aber ich habe es mal ausgerüstet mit diesen Pedalen. Darum kann ich das auch mit Fahrradschuhen gut fahren und dann geht's los. So Leute, ich bin im nächsten Dorf angelangt. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass man auf diesem Weg dorthin kommt. Aber jetzt bin ich da und es sind ungefähr 5 Kilometer und ich habe 14 Minuten oder 15 Minuten gebracht. Und ja, ihr seht es ja dann, wenn ich es hochlade. Ja, jetzt bin ich hier. Also ich finde es echt erstaunlich, so schnell ich war. Ich war eigentlich nicht schnell fürs Fahrradfahren. Aber ich wäre schnell, wenn man über Joggen gewohnt ist. Und ja, dann geht's mal weiter. Schaut mal, das wollte ich euch kurz zeigen. Selbst bei uns in unserem kleinen Städtchen ist etwas los. So Leute, das Ganze wird jetzt doch eher eine Spazierfahrt anstelle einer Trainingsfahrt. Ich bin jetzt schon vor lang unterwegs. Wie ihr seht. Ja, und bin auch nicht viel gefahren, aber ich kann euch mal den Stadtgarten zeigen von uns. Also, so eine schöne, grüne Wiese. Das ist unser Stadtgarten von unserem kleinen, beschaulichen Städtchen, in dem ich wohne, oder in der Nähe, von dem ich wohne. Und ja, es wird wohl eher darauf hinauslaufen, dass es eine Spazierfahrt bleibt. Nicht so eine Trainingseinheit. Aber ist auch mal schön und ein bisschen an die frische Luft. Und da fällt mir auch wieder ein, Leute, ihr braucht nicht Unmengen an Sport zu machen, irgendwie euch auszupowern, total am Ende zu sein. Ihr könnt auch einfach mal losgehen und Hauptsache, ich habe euch bewegt. Also es muss immer das Extreme sein. Und bei mir ist es oftmals so, also wenn ihr das Video sehen würdet, dann vom letzten Joggen, bei dem ich auch gefilmt habe, mit der Kamera, aber ich kann es ja nicht hochladen, weil ich keinen Laptop habe, da war das auch so, dass er dann doch ein Spaziergang wurde. Aber nee, das ist total egal. Und an anderen Tag habe ich wieder mehr Lust, richtig Sport zu machen und da werde ich wohl aktiver sein. Und das mit dem Fahrradfahren mache ich dann auch nicht so oft. Meistens habe ich die Strecken hochgeladen, die ich sowieso fahre, einfach mal zu schauen, wie schnell ich überhaupt bin. So eine richtige Fahrradtour habe ich, glaube ich, noch nicht mit dem Garten gemacht. Ja, jetzt bleibe ich noch ein Weilchen sitzen und dann geht's ab. So Leute, willkommen im Bühl. Ich bin noch etwas weiter gefahren und dabei ist mein Garmin leider der Akku gegangen, aber es ist sowieso nur eine Spazierfahrt. Genau, jetzt bin ich hier im Bühl im Stadtgarten. Insgesamt war ich jetzt etwas mehr wie eine Stunde unterwegs und bin, glaube ich, 20 Kilometer gefahren, wenn das sein kann.
Seht ihr hier noch den Stadtgarten von Bühl? Etwas im Hintergrund. Und hey Leute, ich bin wieder zurück. Und was soll ich euch jetzt noch kurz erzählen? Habt noch einen wunderschönen restlichen Tag, restlichen Feiertag. Ich wünsche euch nur das Beste. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir doch ein paar Kommentare da. Egal zu was. Ob zum Video, ob zum Allgemeinen. Gebt mir Feedback. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Und bis dann. Tschüss.